Willkommen zu einem ein neues Video aus der Serie Die psychologischen Analysen. Ja, lang ist das her. Es gab bestimmt noch Gründe dafür. Egal. Heute zum Thema NPD-Aufmarsch in Cottbus vom 12. Mai 2012. Das heißt, ich bin dort mitgegangen, ich habe mir das angeschaut, beobachtet und zugehört, was sie da gesagt haben. Also die war richtig angemeldet, der NPD-Aufmarsch in Cottbus an diesem Tag. Es war also juristisch alles in Ordnung. Es gab dann aber auch eine Gegendemonstration von der Antifa und einem lokalen Radiosender. Und jedenfalls kann man sagen, die zwei Seiten prallten jetzt nicht direkt aufeinander, aber rein vom Symbolischen her trat man gegeneinander an. Beginnen wir erst einmal mit dem Thema, dass ja die NPD und die Antifa beide gleichzeitig an diesem Tag präsent waren in Cottbus. Ne? Da stellt sich mir erstmal die Frage nach der Nachhaltigkeit solcher Demonstrationen. Wie auch immer, die Frage, ob das jetzt tiefergreifende Auswirkungen hat, so etwas, oder ob das nur einen rhetorischen Einfluss hat. Zur Frage der Nachhaltigkeit muss man ja sagen, dass wenn die NPD und die Antifa gleichzeitig an der Stadt auftreten und symbolisch ja für ihre Ideale sich einstellen, sind es ja zwei Seiten. Zwei Seiten treffen aufeinander oder stehen sich gegenüber. Zwei Ideale stehen sich sozusagen gegenüber. Die NPD wie auch die Antifa, jeder versucht sich im Grunde sich so darzustellen, dass seine Sichtweise die richtige ist. Jetzt mal ganz objektiv gesprochen. Es geht halt darum, dass man für seine Sichtweise einsteht und klar macht, die andere Sichtweise steht nicht alleine dort. Es gibt noch eine andere. Denkt darüber nach, es gibt noch eine Alternative zu der anderen Seite. Was man aber dabei bedenken muss, ist dieses symbolische Aufeinandertreffen auch immer Gutes für die Anhänger. Es ist eine Bestätigung für die Anhänger, für die Seite, für die sie gerade stehen. Ne? Ist man jetzt zum Beispiel rechts, ne? Ist das auch eine Bestätigung für einen selber. Man sieht, ich bin rechts, NPD sozusagen, und für mich gibt es sogar noch eine Gegenantwort. Also so, man fühlt sich auch im negativen Sinne hin bestätigt. Ne? Es gibt ja auch die Sache, dass man auch negativ bestätigt wird, wie auch positiv. Es geht auch um die Frage dann immer, wenn sie sich gegenüber, wer ist besser halt. Und das stärkt halt auch immer, wie ich gesagt habe, wenn man halt sieht, wir sind eine Gruppe und wir haben auch einen Gegner, einen Feind, zum Beispiel als die NPD hat halt noch einen Feind, dann die Antifa und so. Also das stärkt auch immer den Zusammenhalt. Das stärkt auch immer den Zusammenhalt in der Gruppe. Wenn man geschlossen auftritt in der Stadt und man sieht, dass das eigene Auftreten noch zu einer Gegenantwort führt. Weil man dann merkt, unser Auftreten führt zu einer Reaktion. Also ist das, was ich tue, so reaktionär, dass andere dazu genötigt sind, auch zu reagieren. Das ist doch eigentlich auch eine tolle Bestätigung. Und man darf auch nicht vergessen, das ist unsere Gesellschaft so ein Problem, dass sie immer sagen, hier NPD-Verbot, Verbot von Rechten und bla bla bla, dass das ja eigentlich die Rechten auch bestätigt. Und nach dem Motto, Gott, sind wir böse, wir NPDler und Rechte. Wir sind so böse, dass die unsere Musik verbieten müssen. Und das bestätigt sie da, weil NPD hat ein böses, in Anführungsstrichen böses Bild in der Gesellschaft. Man sollte vielleicht darüber nachdenken, ob man das vielleicht nicht relativiert und sachlich an die Sache rangeht. Das würde den Rechten den Wind aus den Segeln so rausruppen. Hammer. Aber es gibt auch jemand, wer hat das gesagt? Die Linksradikalen, die Rechtsradikalen, da gibt es gar keinen Unterschied. Von der Methode her. Egal. Ja, wie gesagt, das stärkt halt den Zusammenhalt, wenn die da auftreten. Das bestätigt das eigene Bild. Also, man ist halt die Gruppe, man sieht mehr, es gibt mehrere, die sich dafür einsetzen, für das, was man alleine glaubt. Also, bestätigt das halt das eigene Bild, woran ich glaube. Ich sehe, ich bin nicht allein. Es gibt noch mehrere, also muss ich ja am Recht sein. Und diese Ideale, also dieses Menschenbild, schwarz-weiß, rechts-links oder auch die Ausländer und die Deutschen, so eine klare Orientierung, nimmt halt auch Ängste, weil die Welt klar geordnet ist. Es liefert Erklärungen, zum Beispiel für die Arbeitslosenzahlen, das sind die Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns die Frauen weg. Ja, da muss man sich halt fragen, wie beschissen bist du als deutscher Mann, wenn ein Ausländer, egal. Ist natürlich nicht auch ganz, ist nicht so ernst gemeint. Und ganz wichtig, die Gruppe wird natürlich geeint. Jetzt
ich beziehe mich auf die NPD mal, weil um die ging es ja an diesem Tag, wird natürlich geeint durch das gemeinsame Feindbild. Das ist die Antifa, das sind die Schwarzen, Türken, andere Religionen. Das eint halt die Gruppe. Wir haben ein gemeinsames Ziel, wir haben einen gemeinsamen Feind und der muss gekämpft werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Macht. Wie wir ja wissen, ist ja die NPD, also die Gesellschaft, in der wir leben, weiß, für was die NPD steht. Für rechtes Gedankengut, für Faschismus, Ausländerfeindlichkeit, für ein Schwarz-Weiß-Denken. So zähle ich das jetzt mal zusammen. Aber was die NPD macht, ist, und was auch was die rechte Szene jetzt generell macht, die ändern ja ihr Bild. Die sind ja nicht mehr die nietentragenden, stiefeltragenden Hau-drauf-Typen, sondern das sind jetzt ja die Bürokraten, Schlips- und Kragenträger, feine Leute, die das, was sie sagen, in eine gekonnte Rhetorik verpacken, was dann nämlich für die intellektuellen Glühlampen ein kleines Problem darstellt, weil sie sich dann einlullen lassen. Also, die NPD hat das an diesem Tag auch gemacht, wo dann die da am Cottbus waren. Die NPD hat nämlich Themen benutzt, die in allen auf der Seele brennt. Arbeitslosigkeit, Geldmangel, Finanzkrise. Finanzkrise ist ein ganz großes Thema gewesen. Aber was mir dann aufgefallen ist, sie haben niemals bei diesen Äußerungen, die sie da gemacht haben, da haben sie niemals eine Lösung genannt. Sie haben immer nur gejammert. Man muss es echt sagen, die haben wirklich immer nur, das ist so schlimm und wir gehen auf das Ende zu und Deutschland verkauft sich, Deutschland beutet sich selber aus. Lösungen wurden dann nicht genannt. Es wurden auch indirekte Prognosen gestellt, also dass Deutschland bald ausgestorben ist, dass wir finanziell an den Ruin getrieben werden, dass wir irgendwann für noch weniger Geld arbeiten werden müssen. Und das wurde benutzt, um das Angstbild noch zu bestätigen. Also die Leute in unserer Bevölkerung haben ja Angst, sie haben Angst davor, arbeitslos zu werden, finanziell am Hungertuch zu nagen. Und diese Ängste hat halt die NPD an diesem Tag auch benutzt. Und die Anführer fühlen sich halt auch bestätigt durch die Angst. Also die Angst, die die Anführer an ihren Anhängern verbreiten können, ist auch eine Bestätigung dafür, dass das, was sie glauben, richtig ist. Weil sie schüren ja diese Angst, dieses Bild von der Welt. Und da sie diese Angst auch in ihren Anhängern dann sehen, wissen Sie, wir haben recht. Das, was wir sagen, ist richtig. Also eine Kette von Zusammenhängen, die zum Kotzen wären. So, die NPD hat dann auch an diesem Tag Ziele vorgegeben in ihren Reden. Also, dass sie die Ausländer wieder rausschicken, dass das wieder zugemacht wird. Also, dass wir wieder den Deutschen die Arbeit geben müssen und sowas alles. Es gibt die Ziele vor. Also stellt sich die NPD als Heilsbringer dar. Das ist ganz wichtig. Die NPD erläutert ein Problem und gibt dann Ziele vor, wie dieses Problem zu lösen ist. Obwohl das gar keine richtigen Lösungen sind. Das sind nur radikale Ziele, die sie dann einfach durchsetzen wollen, mithilfe der Angst, die die Leute haben. Das Witzige dabei ist ja auch, das, was die NPD dort gesagt hat, weiß man eigentlich. Aber die NPD, dadurch, dass sie das sagen, stellen sie sich als den Heilsbringer dar. Weißt du, es geht doch um die Frage, wer sagt was, ne? Problem. Wirkliche Lösungen wurden überhaupt nicht genannt. Das bedeutet, dass keine wirklichen Zusammenhänge genannt wurden und wenn auch keine richtigen Lösungen genannt werden, muss man sich auch gar nicht die Mühe machen, um auf wirkliche Zusammenhänge drauf zu kommen. Das haben die auch nicht gemacht. Die haben in Wirklichkeit gar nicht erklärt. Die haben ganz simple Sachen, die wirklich ein kleines Kind auch sagen könnte, haben die geäußert und haben daraus ein Bild, ein ganz einfaches Bild zusammengesetzt aus dem Feind und den Opfern. Und das haben die dann so emotional noch geschürt, dass natürlich die Leute, boah, Alter, der rettet uns. Also der hat unser Problem erkannt. Der weiß auch, was er machen muss. Der rettet unser Leben. Ja, das war alles sehr gefühlsgeladen. Mit gezielten Verwenden von Fakten. Reduziert darauf. Und das Wichtige ist halt, wer das sagt, ne? Die Idee weiß halt, wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Das löst Ängste aus. Die Ängste haben sie benutzt. Und dann haben sie das noch verbunden mit bestimmten Fakten. Also die Ausländer, Problem mit Geld, haben das dann in ein ganz simples Bild verpackt und haben das dann geäußert, obwohl man die Information wahrscheinlich im Internet überall kriegen kann, wahrscheinlich viel komplexer. Und sie würde nur noch sehen, dass es alles viel komplexer. Aber da die NPD halt das gesagt hat, was eigentlich allgemein bekannt ist, haben sie sich halt so hingestellt, als wären sie der Rebell, der jetzt endlich mal die Wahrheit sagt, der endlich mal sagt, was das Problem ist, wo das Problem viel komplexer ist. Das halt nur so ganz simpel verpackt wurde, um an das simple Gemüt heranzukommen. Sagen wir es mal so.
Dann ist noch die Sache damit, dass das alles nichts mit Rassismus zu tun hat. Das hat er mehrfach gesagt, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Überhaupt nicht. Aber dann im gleichen Atemzug dann zu sagen, die Ausländer sind das Problem. Es wurde auch, das habe ich direkt gehört, anti-europäische Äußerungen gemacht. Also die Europäische Union ist schuld. Zur Offenbarung, also da hat sich das, soll ich sagen, das heimtückische Gesicht endgültig offenbart für mich, als sie gesagt haben, die NPD würde ständig sanft handeln und sanft oder zurückhaltend auf Probleme unserer Gesellschaft hinweisen, wo ich dann festgestellt habe, da haben die Gewalt, die die Mitglieder von NPD durchaus durchführen oder die auch damit zusammenhängt, einfach mal verleugnet. Und dieses Verhalten war eindeutig. Also da hat man die Lüge einfach mal erkannt. Wir sind ständig sanft und ständig muss die NPD den Kopf hinhalten. Da wurde noch gesagt, für Dinge, für die sie nicht verantwortlich sind, wir werden ständig mit Absicht von der Polizei begutachtet und kontrolliert, obwohl sie sanft sind wie sonst da was. Also das war wirklich eine Verlogenheit. Schon krass. Mögliche Folgen. Die möglichen Folgen sind zum Beispiel, dass Politiker wollen noch Macht haben. Also es würden dann auch Leute wieder an bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Hebeln sitzen, nicht wahr? Und wenn man darüber nachdenkt, was die wollen, also dass der Ausschluss der Ausländer und dass die Deutschen nur ans Geld kommen, kann man diesen Gedanken ja auch weiter denken, dass es vollständig dann zu einer Zweiklassengesellschaft kommt, also von oben und unten. Weil man muss darüber nachdenken, dass die wollen ja auch Macht. Politik bedeutet ja Macht. Und das würde dann im Endeffekt eigentlich bedeuten, dass der Kasten, man muss sich das als Kasten mal vorstellen, der Kasten wird zugemacht und das Geld würde dann nur in eine Richtung fließen, nämlich nach oben. Das ist ja vollkommen klar. Weil es ist doch vollkommen klar, dass die Leute, die dort gesprochen haben an diesem Tag, dass die doch bestimmte Ziele verfolgen, ihre Ziele. Und das bedeutet, dass sie auch an den Machtzentren sitzen müssen, um diese Ziele auch zu erreichen. Das bedeutet aber auch, dass die Gesellschaft, die darunter steht, die jetzt noch so angesprochen wird, als würde man ihre Probleme respektieren oder ihre Ängste wahrnehmen und sich angesprochen verhalten. Ja. Dass diese Personen auch ins Hintertreffen geraten würden. Sie würden auch Stück für Stück weiter nach unten rutschen, von der Macht immer mehr weniger gesehen werden. Das Geld würde dolle in die Obermacht, in die obere Schicht fließen und es würde auch zu finanziellen Problemen kommen, meines Erachtens. Weil wenn die das so machen, wie die das sagen, also wir machen wieder Deutschland zur Einheit, dass die Deutschen mehr Arbeit kriegen und bla bla bla. In einer globalisierten Welt dürfte das nicht funktionieren und es würde finanziell zu Problemen kommen. Beispielsweise sind die Probleme, die wir jetzt haben, global und wenn Deutschland sich verschließt, würde es finanziell zu Problemen kommen, die können das doch eigentlich alles gar nicht mehr alleine tragen, was jetzt auf der Welt und so abgeht. Deutschland ist verflochten mit politisch, wirtschaftlich, finanziell mit anderen Regionen der Welt und wenn die sich verschließen, würden die finanziell ein Debakel erleben. Die würden echt in den Arsch gekniffen werden. Vor allen Dingen, Deutschland war noch nie rein rassig. Das kam nur durch Hitler und diesen ganzen Schwachsinn. Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland. Ja, das lernt man, wenn man Politik mal ein bisschen aufpasst, vielleicht auch ein Gesellschaftskunde oder so, dann lernt man, dass Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland, Deutschland war schon immer eine gemischte Kultur, nur durch Nazi-Deutschland ist das alles kaputt gemacht worden. Es gab vor Nazi-Deutschland gab es eine jüdisch-deutsche Freundschaft, es gab guten Kontakt zu den Russen und was weiß ich, wir haben Slawen hier und sowas alles und nach diesem ganzen Nazi-Quatsch ist das alles kaputt gegangen. Es wurde alles zerstückelt, zerrissen. Und im Endeffekt, wenn jetzt die NPD an die Macht kommen würde, würde es wahrscheinlich auch Einschränkungen der kulturellen Ebenen geben. Weil es war ganz klar zu erkennen, dass die NPD eine Zweiklassengesellschaft verfolgt. Das würde auch zu oben und unten führen. Und auch wahrscheinlich, da die ja so interessiert daran sind, dass es finanziell, wirtschaftlich nach oben geht, würden wahrscheinlich auch kulturelle Ebenen kaputt gehen, weil das ist ja in dem Schwarz-Weiß-System, was die verfolgen, passt Kultur nicht wirklich so rein. All Theater und so. Halte ich es für möglich, dass die, wenn diese Personen so dermaßen auf den finanziellen Erfolg, finanziell, wirtschaftlichen Erfolg aus sind, dass dann sowas wie Kultur flöten gehen würde. Das dazu mehr habe ich jetzt nicht mehr. Tschüss.